Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, im letzten Rennen war es nicht so schön. Wir haben zwar wieder den Sprung mal wieder ins Q2 geschafft. Aber danach war Schluss. Und im Rennen waren wir halt deutlich zu langsam. Weil zum Beispiel Gunbolt hat eine Stopp-Strategie gemacht. Kia hat eine Null-Stopp-Strategie gemacht und hat gerade mal 5 Sekunden Vorsprung. Ist ein bisschen wenig. Plus es gab gleichzeitig beim Gunbolt noch ein Boxenstopp-Problem. Dadurch wäre der sogar wahrscheinlich noch näher ran gewesen. Und ja, Zollbergen, ne? Ist aber leider schon ziemlich alt und würde nicht mit Rehmann in einem Team fahren. Hat, glaube ich, nee, Titel, glaube ich, schon nie geholt. Weil seit die da fährt, hat bisher nur Reiners gewonnen. Und Reiners hat diese Saison doch schon Rennen gewonnen, das letzte. In Russland. Hat jetzt 11 Punkte Vorsprung sogar. Okay. Ein Rossini-Fahrer, der nutzt sich bisher aktuell 2 Punkte geholt hat. Ist ein bisschen wenig. Muss man sagen. Rossini ist jetzt wirklich sehr schlecht unterwegs. Sie sind aktuell nur auf Platz 5. Naja. Mal schauen. Okay, der Motor, der schafft es nicht bis dahin. Der braucht noch Ewigkeiten. Aber wir können die anderen Sachen, die wir alle haben. Aber wir hatten den ersten wieder. Oh Mann. So, ja, wer hat eigentlich jetzt den letzten Boxenstopp? Er. Wir mussten ihn auswechseln. Weil meistens, wenn die immer einen Boxenstopp verhauen haben, muss man die mal auswechseln. So. Okay, wir Reparatur, aber mittlerweile müssen wir ja nicht mehr reparieren. So, Bremse und Aufhängung ist da gut davor. Fertig, und dann kommt ein bisschen der Motor noch, Getriebe. 8 Tage. So. Sollte passen. Ne, haben wir beides drin. Ich kann die neue Bremse so gesehen auch schon wieder einbauen. Machen wir einen Schub nach oben. Jawohl, 7. sind wir nur in der Bremse. Hat nur Motor. Das funktioniert nicht ganz so gut. Aber die Leistung erhöhen wir jetzt gerade noch. So ein bisschen zumindest. Vielleicht kriegen wir noch einen Schub nach oben. Allein mit der Power, die wir jetzt aktuell aus unserem Motor rausholen. Ich glaube, Motor wird auch das einzige sein, was vielleicht legendär gebaut wird. Das muss man gucken. Benomar gewinnt. Ja, Firebird muss ja was tun, wenn sie wieder aufsteigen wollen. Das machen sie auch aktuell gerade. So, 3 Tage vorher noch. Dann gucken wir mal, wie viel. Normalerweise sollte man 100% haben. Aber ich frage mich so, warum die eintragen so 45 Minuten vorher. Nö, ist doch jetzt schon fertig. Deswegen ist es ein bisschen merkwürdig. Aber naja, die Motorleistung und so, das dauert noch ein bisschen. Dann haben wir noch die Bremse, die komplett reingeballert werden muss. Und der neue Aufhängung. Haben wir denn noch einen kleinen Schub bekommen? Getriebe 8er. Ich glaube, da waren vorher auch. Und als erstes das Ziel vielleicht mal... Oh, Motor sind 8er jetzt. Wow. Vielleicht als nächstes mal Kitano überholen in der Stärke des Autos. Man merkt aber schon, dass Thornton schwächer wird. Was sagen unsere Fahrer denn? Alle Teile sehen schon ganz okay aus. Und gut, dass mein Auto eine bessere Leistung hat, das ist klar. Und ja, ist bewusst. Nur wir sind ein Jahr zu spät. Weil wären wir in der richtigen Saison aufgestiegen. Wären wir aufgestiegen und wären direkt Meister geworden. Sehr wahrscheinlich. Letzte Saison. Aber naja. Mal schauen. Wir haben ja noch ein paar Jahre. Bin irgendwie so gespannt. Vielleicht bin ich auch mal überlegen, die hier, das ganze Ding, vielleicht nochmal einen Teamwechsel zu machen. Hab mir jetzt überlegt. Und halt nicht als Staffel 3, 4, sondern als Staffel 3 weiterführend. Also Staffel 3,5. So gesehen. Um halt die komplette Karriere, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt man werden kann, so zu beenden.
Aktuell sind wir 50, das heißt, wir müssen mindestens noch 30 Jahre arbeiten. Mindestens, wenn wir 80 werden wollen. Oder wie alt ist man hier gerade? 53? 51. Ich habe jetzt 51. Wir haben ja 96 gestartet, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Müssen wir beim nächsten Mal gucken, wie alt wir genau hier im Spiel aktuell sind. Okay, wir brauchen das Setup von Kapstadt. Mit den... Sollen wir auf einen Stopp, sollen wir auf zwei Stopp gehen? Das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Okay, hier wäre der neue Motor jetzt ideal, weil wir genau die weißen Reifenmischungen haben, die es überhaupt gibt. Aber so wie was aussieht gerade, was ich hier versuche mit den mittleren Reifen, das ist eher schon dann wieder die der Versuch halt einen Stopp mehr zu fahren. Weil ich gesehen habe, dass manchmal so eine einen Stopp zu machen manchmal mehr bringt, als einfach so durchzufahren. Kurz ein Stopp, ne? Also schon zwei Stopp kann mal schneller sein als ein Stopp. Es gibt so deutsche Rennstrecken. Oh, wir haben ordentlich Rückstand und haben wir schon so zwei Teams, die mit Soft schneller sind als wir. Wir drehen mal einen leichten Motor auf. Das Schöne ist halt, die Strecke ist sehr, sehr kurz. Weshalb die Chance da ist, dass wir vielleicht beides packen. Beide kommen rein. Beides 15%, das wäre ja was. So, bei beiden ist das Setup ideal. Wir müssen halt kleine Änderungen nochmal machen, damit die Erfahrung weitergeht. Bei Van Hede bringt das was. Bei Kehr wird es schwierig. Ich schätze mal, dass wir bei Kehr erst nicht wechseln müssten. Aber wir probieren mal. Vielleicht bleiben wir noch innerhalb des Rahmens. So, Motor drehe ich jetzt nur minimal auf. Reifen bleiben so, wie sie sind. Dann muss ich auch früh genug wieder wechseln, damit wir halt ins Ziel kommen. Wie gesagt, maximal so die Runde dürfen zum Ende fahren und dann gehe ich eine Stufe, also zwei Stufen tiefer sogar. Damit sie halt nicht ausrollen während des Trainings. Sie müssen aber einmal in die Box kommen und dann direkt wieder rausfahren, ne? Oh, Setup wurde sogar noch mal besser. So, drei Runden Sprit, gleiche Reifen. Das Setup hat sich sogar noch mal verbessert. Ey, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. So, jetzt könnt ihr mal uns mal die Reifen voller Last geben. Machen wir so. Weil die Reifen sind schon wieder viel zu warm. Ist bei der Strecke so. Und wir haben bei beides 15%. Am Ende sind wir Sechster und wir sind 9 Tonnen Erster. Wir haben mal die Trainingsbestzeit geholt. Wahnsinn. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Weil die Reifen von Kia waren eigentlich viel zu warm. Ist halt nur der Druck ziemlich hart, ne? Lukea macht für mich gerade einen etwas besseren Eindruck als Gunbolt. Das ist aber bisher immer so gewesen. Immer der zweite Fahrer in der Asienmeisterschaft hat, wenn ich beide mit hochgenommen habe, meistens immer den etwas besseren Job gemacht. Als der Meister der letzten Saison. Kommt so dementsprechend halt ein bisschen besser mit dem Auto klar. So. Oh nee, so viel Motor will ich nicht wegnehmen. Bremse. So. Heckflügel können wir auch noch ein bisschen holen. Getriebe, ab ja. Okay, sobald wir die nächsten Sachen haben, wird auch der Wagen von Kehr besser. Und das stimmt sogar allen vor allem. Der Wagen von Kehr ist sogar auch noch relativ schlecht gegenüber dem von Gumbold. Jetzt fahren die raus, jetzt kommt gleich der Regen. Ich fahre nur ein, ich versuche einen Versuch nur. Anders geht es. Okay, einer versucht es auf Intermediate, alles klar.
könnte aber... Ich glaube, das ist genau zur schlechtesten Zeit rausgefahren, weil jetzt ist die Strecke wieder zu trocken dafür. Naja, ist alles Amateure. Würde ich jetzt sagen. Und aktuell sind draußen auch wir. Obwohl ich jetzt nicht damit rechne, dass wir es vielleicht noch weiter schaffen. Texero und Beri, die werden sich natürlich alle jetzt verbessern. Och nee, Gunbolt. Echt, jetzt eine Form geht runter. Ich hab fast vergessen, dass wir eine etwas längere Boxenauswahl mittlerweile haben als sonst. Weil wir relativ weit hinten stehen. Aber sollte passen. So, haben wir das. Eigentlich bin ich eher mittlerweile mehr sympathiemäßig wie Kehr. Der zweite Fahrer macht einen richtig guten Job. Aber Gunbolt, der muss ich noch ein bisschen beweisen, der Session hier. Der wird vielleicht irgendwann Meister, ja, weil er vielleicht das beste Auto hat. Aber wenn er nur Meister wird, weil er das beste Auto hat. So, Garcia ist raus. Veri ist dann die große Frage. Veri ist auch raus. Sanfretta, oh, Outlap, das ist auch ein bisschen eng. So, Kehr 18. Gunbolt 16. Jawohl, wir sind auch raus. Ist ein Wunder. Wahnsinn. Mit dem Rosini hinten dran. Okay, bei Gunbolt war es jetzt zu erwarten. Er hat eine relativ schlechte Form gehabt. Aber so langsam fängt es auch an, dass die Pontons nicht mehr so weit vorne sind. Die könnten vielleicht den Teamtitel vielleicht holen. Aber den anderen Titel nicht mehr. Oh, Regen. Volle Mühe Regen. Also wer den besten Zeitpunkt der Weg zum Rausfahren? Steht vorne. Das könnte aber jetzt... Nee, das wird keine Überraschung geben. Außer dass Web auf Intermediates versucht hat, die Zeit zu fahren. Okay, nehmen wir alles zurück. Auf einmal ist Rhein das und Rheinland wieder vorne. Aber halt die Steinmann, die sind halt diese Saison sehr stark. Aber okay, das war... gerade eben wurden auf jeden Fall eine etwas schnellere Zeit gefahren. Mal schauen, wie Q3 wird. Wieder Regen. Also wenn das Regen ist, könnte ein Regenrennen werden am Ende. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt die erste Zeit fährt. Aktuell ist es... Eck, aber jetzt kommen die anderen alle. Und es ist Rheinland. Der nächsten Pole. Aber der hat schon extra. Okay, das sind halt die, nicht die Reifen, mit denen er startet. Dachte ich jetzt gerade so, oder? Aber okay, da hatte. Aber warum kann auf einmal Zandberg nicht mehr an seine Zeit ran? Ist manchmal merkwürdig. Und wir starten in der Sonne. Und Regen mittendrin. Da würde ich drüber fahren gerne. Da würde ich wirklich gerne drüber fahren. Und zwar würde ich starten mit den Soft-Reifen. Ne, mit den Supersoft und dann mal schauen, ob wir nochmal auf die Supersoft gehen oder ob wir auf die Soft wechseln müssen. Weil die Regen, das bringt nichts. Da Intermediate ist für wohl, keine Ahnung, wie viele Runden das sein. Manche werden das vielleicht versuchen. Oh, man verliert ja nicht so viel Zeit. Wenn es Safety Car ist, bleibe ich auf jeden Fall draußen. Wenn es kein Safety Car ist, dann... Ja, mal schauen. Wir starten noch um die Ecke sogar. Bus. Gunbolt mit einem relativ schlechten Start wieder. Kehr mit einem guten Start. Jetzt müssen beide Fahrer nach innen, wenn es geht. Sonst verlieren sie jetzt hier ein paar Plätze. Okay, da ist Web erstmal rausgeflogen. Wir müssen schnell an Texera und Sanfretta und Hilton bringen. Ran und vorbei. Und da kommt noch ein Rosini. Ist natürlich gut, wenn der Rosini da ist. Oh, Texera schon auf 11. Gunbolt jetzt vorbei an Hilton bringen. Und da kommt der Rosini. Okay, der erste Rosini ist halt noch wohl gar nicht so viel stärker aktuell.